Hallo liebe Alice, es ist schön, dass wir gemeinsam ein Interview oder dass du dich zum Interview hier zur Verfügung stellst. Und Gerne. du bist Coach oder magst du dich selber vorstellen? Es geht mir um die Arbeit mit Menschen, weil das machen wir beide. Ja, stelle mich gerne vor. Also ich arbeite als Coach und als Beraterin und das ist tatsächlich ein gewisser Unterschied, denn als Beraterin bin ich unterwegs, auch in der Organisationsberatung mit einem gewissen Wissen, mit einem gewissen mit Methodenwissen. Und als Coach bin ich eher jemand, der in Resonanz geht und mit dem Coachee die Themen versucht herauszuarbeiten, die ihn daran hindern, in seine Kraft zu kommen oder seine Ressourcen zu nutzen. Und das mache ich jetzt seit 14 Jahren. Also ich bin seit 14 Jahren freiberuflich tätig und bin halt eben im Bereich Coaching und Beratung aktiv. Genau. Bei mir geht es ja auch so, dass Leute zu mir als Physiotherapeutin oder Heilpraktikerin von Physiotherapie kommen, weil sie irgendein Problem haben, so wie bei dir auch, um dann eine Kehrtwendung zu schaffen, um halt anders wieder rauszugehen. Und da ist jetzt meine Frage, wie stellst du denn fest, dass die Leute an dem Punkt sind, wo jetzt die Kehrtwende möglich ist? Also ich stelle es daran fest, dass sie erkennen, dass sie, bevor sie in irgendeine Lösung reinspringen, erstmal sich mit dem auseinandersetzen, was eigentlich sie daran hindert, Lösungswege zu finden. Weil ich denke, das ist ein innerer Prozess herauszufinden, warum tue ich eigentlich nicht die naheliegendsten Sachen? Ja, was hindert mich denn letztendlich daran? Was sind das für Ängste? Was sind das für Blockaden? Was sind das für Glaubenssätze? Welches Kopfkino hindert mich an ganz einfachen Dingen, etwas zu tun, etwas umzusetzen, was auf den ersten Blick eigentlich gar nicht schwer ist. Und ich merke es, wenn die Leute anfangen zu sagen, okay, eigene Ideen zu entwickeln. Also ich bin nicht der Ideengeber. Genau. Mir ist wichtig, dass die Menschen selbst sich auf einen Weg begeben, ihre eigenen Ideen zu finden, indem sie in ihrer Kraft produzieren sozusagen. Genau. Du bist jetzt da sehr geistig oder halt wenig körperlich geworden. Wenn ich jetzt beschreibe, wie merke ich, dass Menschen bei mir an diesen Punkt der Blockade kommen oder dann bereit sind für die Öffnung, dann ist es ganz klar eine motorische Ruhe, ja, dass sie einfach innehalten an dem Punkt, wo sie sind. Es gibt oftmals ein Augenflimmern und einfach diese Stille, die da, ich glaube, immer damit verbunden ist. Und dann ein tiefes Durchatmen, wenn man sagt, okay, jetzt pack ich's. Dann können wir in den nächsten Schritt übergehen sozusagen, dass sie dann diese innere Öffnung, und für mich ist das ganz motorisch, die innere Öffnung, die Steuerung zu finden, wie sie da aufmachen, wo sie bisher zugemacht haben. Und dieses Zumachen ist für mich wieder sehr psychisch, ja, weil da steckt ja irgendwas. Und ich erkenne tatsächlich auch noch, in der konkreten Situation gibt es ja meistens, wenn eine Erkenntnis kommt, auch durchaus einen emotionalen Ausbruch. Also das macht ja was mit einem, wenn ich erkenne, dass ich mich ja letztendlich ständig verrenne oder mich blockiere. Und wenn diese Erkenntnis da ist, dann ist das tatsächlich auch spürbar und sichtbar. Aha. Wie beschreibst du zum Beispiel so einen emotionalen Ausbruch? Ja, also das kann tatsächlich Weinen sein oder Trauer oder auch in sich gekehrt sein, Ruhe einfach und dann Schweigen aushalten, solche Dinge. Also klar, ich merke es natürlich auch schon an der Reaktion, aber es gibt ja diese Reaktion, die muss ja erstmal verarbeitet werden. Das heißt, es ist dann ein Folgeprozess, der da stattfindet. Ja, interessant, gell? Dass es doch sehr ähnlich ist. Ja. Ich weiß von anderen Psychologen oder auch Coaches, dass die oftmals da viele geistige Themen aufgearbeitet haben, aber die müssen jetzt ins Tun kommen, höre ich dann ganz oft. Wie ist es bei deinen Leuten oder wie begleitest du die, um ins Tun zu kommen? Also ich denke, das ist bei mir schon in der Auftragsklärung klar, dass ich
nicht dafür zuständig bin, den Leuten zu sagen, dass sie ins Tun kommen sollen. Also das ist schon im Grunde genommen knüpft es an das an, was ich gesagt habe. Mir ist es wichtig, diesen Prozess zu begleiten, in die Erkenntnis zu kommen, dass mich irgendetwas blockiert. Und ich glaube, wenn das nicht tatsächlich innerlich durchlebt wird, auch emotional durchlebt wird, dass dann dieses ins Tun kommen eben schwer wird. Weil die innere Überzeugung, die geht auch tatsächlich über die Gefühle, über das Erleben und über die Erkenntnis, dass was will ich in Zukunft haben und was nicht. Und da sehe ich mich gar nicht in der Funktion, dass jemand ins Tun kommen soll. Die Leute sind eigenverantwortlich erwachsen und ich kann nur unterstützen, dahin zu kommen, zu entscheiden, ich tue jetzt was. Mhm. Genau. Für mich ist es nämlich auch so. Ich begleite die Menschen an den Punkt, wo sie merken, da ist der Verschluss. Und für mich, oder ich kann das auch den Menschen dann erklären, da bricht statisch was zusammen. Das heißt, in dem Moment, wo sie eigentlich in die Aufrichtung gehen würden, zeige ich es jetzt mal hier einfach an mir, aber es hängt hier irgendwas drinnen, weil hier das Herz zugemacht hat, dann können sie da einfach nicht aufrichten. Aber in dem Moment, wo ich über die knöcherne Struktur dieses Erlebnis, der eine Knochen stellt auf dem anderen ab und ich gebe das Gewicht nach unten, dann entsteht für die Muskulatur kein Aufwand mehr. Die muss nicht mehr halten, weil es ja nimmer schief ist. Und diese Lösung ist so eins, wo die Leute sagen, hier will ich nie wieder weg. Dass die eigentlich auch, wie du sagst, gar nicht wirklich im Ersten ins Tun kommen, sondern erstmal erleben, und du hast ja auch vom Gefühl gesprochen, erleben diese Leichtigkeit im eigenen Körper, aber die nehmen sie mit, indem sie aufstehen und da hat sich was verändert, weil ja statisch auch eine andere Möglichkeit dadurch entstanden ist, weil muskulär was freigegeben hatte und dadurch ein verändertes Weitergehen haben. Also ich glaube, das ist unsere Gemeinsamkeit, dass tatsächlich die Erleichterung diese Kräfte mobilisiert und diese Ressourcen, dass ein Mensch dann wirklich eigenverantwortlich wieder an seinen Themen arbeitet. Und das kann eher in der körperlichen Richtung sein, das kann auch in der innerseelischen Richtung sein. Aber es geht tatsächlich erst, wenn diese Erleichterung spürbar wird. Genau, und dann ist es für mich noch präziser gesagt, es geht um spürbar. Ja, weil das kann noch so oft besprochen sein und noch so oft erklärt, angeschaut oder was weiß ich wie. Es ist das Wort spüren. Es ist die Wahrnehmung in meinem eigenen Körper. Genau. Ja. Wir sind uns einig, das ist doch wichtig. Und das muss man aber auch erstmal zulassen. Das ist nicht immer einfach. Das ist nämlich genau das, was wir, glaube ich, beide schaffen müssen, den Menschen in diesen Prozess zu bringen, dass er das sich auch einlässt. Genau. Und genau das ist ja der Punkt, dass diese, du sagst, er muss es zulassen. Ich bin da und nehme es in den Humor und sage, wenn da was zu ist, dann wird sich nichts verändern. Nehmen wir doch zunächst mal ein anderes Wort. Und die müssen zuerst bereit sein oder freigeben, was sie da innen drinnen festhalten. Mhm. Und allein über eine andere Wortschiene verändert sich, oder über den Humor, der dabei kommt, ja, verändert sich der Zugang dazu, dass sie sagen, okay, das schaue ich es mir halt mal an. Genau. Wahrscheinlich ist einlassen das bessere Wort. Ja. Und ich rede auch ganz viel von freigeben, weil es ist eine Aktivität von dem, was ich zuerst halte, einfach nur freizugeben und was dann damit passiert. Loslassen ist eines der Wörter, die mich wirklich hinaufbringt. Weil es so propagiert und man überlegt nicht, was bedeutet denn loslassen. Ja, und freigeben, dann habe ich noch das Potenzial. Da kann noch in eine Richtung und in die andere wegfliegen. Oder ja. Genau. Und die Kraft der Worte ist dabei so wichtig, weil es die Leute in eine andere Wahrnehmung und in ein anderes Bewusstsein dadurch bringt. Absolut, ja. Genau. Wie deutlich zeigst du Gesellschaftsnormen auf, damit dein Klient das eigene davon abgrenzen kann?
Also man muss mal den speziellen Fall angucken. Also tatsächlich gesellschaftliche Normen sind ja, geben ja eine Orientierung und das macht ja Sinn, dass man sich tatsächlich auch in den meisten Fällen oder da, wo es Sinn macht, dran hält. Aber manche Menschen verwechseln gesellschaftliche Normen mit einem Zwang. Also ich will jetzt darauf hinaus, dass diese Glaubenssätze dann, die man hat, also ich muss das allen recht machen, ich muss mich anstrengen, dass man das als eine gesellschaftliche Norm empfindet und letztendlich nicht merkt, dass es etwas ist, was ich selbst oder was der Coachee selbst dann so konstruiert und dann tatsächlich in eine gewisse Überforderung kommt. Also ich zeige es daran auf, was ist denn dein Anteil, der dich da jetzt in Stress bringt oder in Depression oder was auch immer. Ist es eine gesellschaftliche Norm, die als Orientierung akzeptabel ist und sinnvoll ist, oder ist es etwas, was dich belastet? Und daran arbeite ich, um einfach mal das deutlich zu machen, dass da jemand vielleicht in einer Sackgasse ist. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich, dass wir den Sprachgebrauch ja so allgemein haben, dass man eigentlich wirklich nicht weiß, wie ist das, bleibe beim Kreuzweh, wie ist denn das, wie schaut denn das aus und warum kommt ein Kreuzweh? Ja? Sondern das ist halt eine allgemeine, ja, mit 50 fängt das an und da tut es mir halt weh, oder diese Akzeptanz von dem, von einem körperlichen Problem, sage ich jetzt einmal, oder auch nicht nur körperlich. Und meine Arbeit ist, wirklich ins Detail zu gehen, so wie du auch sagst, ja, du dröselst auseinander, ist es gesellschaftlich oder von woher kommt denn diese Meinung? Mhm. Und ich gehe halt ins Detail der einzelnen Knochen, wie ist denn ein Knochen tragfähig? Wo hat der seine größte Knochendichte? Wie kann der am besten tragen, ohne dass er von irgendjemand gehalten werden muss? Und dadurch die Eigenständigkeit von jedem Knochen erlebbar, erstmal logisch erkennbar und dann aber auch erlebbar zu machen. Und wieder kommen wir auf dieses innere Freiheitsgefühl, beziehungsweise dann an die Kante der Entscheidung. Darf ich es entscheiden, oder es hat immer so geheißen, ich muss es ja immer schon so machen. Genau, ich muss Kreuzschmerzen ertragen, obwohl das natürlich nicht sinnvoll ist, das nicht, das ungefragt zu erleiden, sage ich jetzt mal, und diese Leichtigkeit nicht zu spüren. Also ich glaube, wir beide sind so unterwegs, Menschen zu sensibilisieren, einfach mal Dinge anzuschauen, die sie gerade belasten oder die sie stören oder mit denen sie nicht mehr zurechtkommen. Ne? Genau, und ich finde es ganz deutlich auch, dass dein Rahmen, habe ich jetzt keinen Körperbezug rausgehört, sondern du verarbeitest es in der Psyche, im Geiste und in welchen Strukturen fernab des Körpers sozusagen. In Resonanz mit dem Coachee sozusagen oder ja, mit dem. Genau, also ja, ich bin eher in dem sprachlichen Bereich zu Hause. Ja, aber auch von den Menschen in dem geistigen Bereich oder in emotional wahrnehmenden Bereich, und ich übersetze eine Emotion in Fehlstatik, weil jedes Lächeln braucht Muskulatur, jede Wut braucht Muskulatur. Das heißt, für mich ist eine Emotion eine Quantität an Muskelspannung. Und wenn ich halt dann anschaue, wo spannt welcher Muskel an, ja, und ich richte die Statik, dann muss der Muskel nicht mehr anspannen, weil er halt dann von der festen Substanz getragen wird, und dadurch trennt sich sehr gut dieses Überwältigtwerden von der Emotion zu dem, wo bin ich und wo ist die Emotion. Ja, das ist ja total spannend. Also ich werde jetzt natürlich jetzt nach unserem Gespräch tatsächlich auch mal darauf achten, inwieweit Menschen in der Richtung sich Unterstützung holen könnten. Ja, genau. Weil allein wenn du fragst, wo spürst du denn diese Trauer? Oder ganz von einem anderen Krankheitsbild, wo spürst du den Unterzucker und Überzucker? Da konnte mir eine wirklich ganz klar sagen, Stirn und Nebenhöhlen und sowas. Wahnsinn. Und ich sage dann, ja, dann mach halt an dieser Stelle auf. Und nur weil wir
dieses Befreiungsdenken kennen dann, kann ich da was verändern. Ja, und auch bei Trauer oder so, wo ist es denn? Manche spüren es im Herzen, manche spüren es als Druck auf den Schultern oder so. Ja, nimm's doch mal weg. Genau. Ja, und wenn ich dann von der anderen Seite, eben von der Körperstatik komme, gebe ich ihnen ein Hilfsmittel, was immer da ist, weil die Knochen sind immer da. Ja, und ich glaube, darüber kann man auch wieder zu dem Thema innerpsychisch kommen, ja, also weil das halt wieder zusammenspielt. Ja, genau. Spannendes Thema. Ja, liebe Alice, ich freue mich drauf, was wir weiterhin noch aushacken werden. Ja. Klingt sehr spannend, von unseren beiden Seiten auf dasselbe, auf denselben Zielpunkt zu kommen. Und was ist der Zielpunkt? Die Befreiung, Lösung von unseren Klienten, nicht Lösung von, sondern für die Klienten oder Patienten einfach den Lösungsweg zu finden. Genau, um die eigenen Ressourcen zu mobilisieren. Genau. Und ihr, wo ihr jetzt zugeschaut habt, wenn es euch interessiert, dann schaut doch rein auf www.stabilimleben.de oder www.alice-jun.de. Wunderbar, ich danke euch. Bis bald.